Einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro Ronny. Ich bin der Ronny, heute mal mit einem Video von dem Supercharger. Nicht während der Fahrt, denn, kurz muss ich euch erklären, ich bin letztens auch wieder von der Arbeit nach Hause gefahren, habe dort mein Video gestartet, so wie ich das öfters mache. Und ja, was soll ich euch sagen, die Kamera hat sich aus der Halterung gelöst. Ich habe es wahrscheinlich nicht richtig festgeschraubt und dann ist sie während der Fahrt runtergefallen. Ich habe es dann nur kurz im Rückspiegel gesehen, konnte natürlich dann nicht mal eben anhalten und das dann eben fixen. Deswegen, ja, ist die Aufnahme da etwas misslungen. Und deswegen, misslungene Aufnahmen möchte ich ungern veröffentlichen. Deswegen heute hier vom Supercharger. Nur so vorab. Mein erster Punkt wäre, das Y ist jetzt fast 5 Monate bei mir. Was bedeutet das? Ja, erstmal so 5 Monate Tesla Model Y. Ich habe es auf keinen Fall bereut. Ich würde und werde definitiv wieder zu einem greifen. Warum ich sage werde, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Denn ja, nach einem halben Jahr geht mein Blauer dann von mir weg. Ich habe auch schon diverse Angebote, die ich derzeit dann mal so mehr oder weniger auslote. Und da werde ich dann einfach mal schauen, was dann für mich das Beste ist. Also derzeit lasse ich das einfach noch ein bisschen auf mich wirken. Und ich schaue mal, vielleicht wird es wieder der auch damals mein Tesla Model 3 gekauft hat. Ist für mich alles dann, ich sag mal, entspannter, man kennt sich, ne, etc. Man muss da halt nur mal schauen, wie das mit dem Preis aussieht. Derzeit sieht es ja relativ gut aus für ein weiteres Model Y. Ich würde auch wieder auf eins aus Shanghai tippen, denn ich denke mal, Berlin wird noch ein bisschen dauern. Und wenn Berlin startet, wird dort definitiv erstmal nur Performance-Modelle zu haben sein. Und ein Performance-Modell kommt für mich nicht in Frage. Ich würde, wenn auf Allrad wieder gehen, also aufs Long Range oder auf ein Standard Model Y, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, auf jeden Fall das dazu. Dann kommen wir zu einem Event, was ich am Samstag definitiv auch live streamen werde. Und zwar in Hilden wird es am Samstag eine Tesla Lightshow geben. Das bedeutet, dort werden dann wahrscheinlich der ein oder andere antreten, der für sein Tesla eine eigens komponierte Lichtshow erstellt hat. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt, ne? Und das Ganze werdet ihr auf meinem Twitch-Kanal verfolgen können, denn ich bin seit mehreren Jahren, um genau zu sein, seit 2014 bin ich schon aktiv auf Twitch. Dort geht es viel um Gaming, wir machen aber auch E-Auto-Talks dort etc. Also ich blende euch hier auf jeden Fall den Kanal ein, wo ihr das findet und natürlich auch in der Videobeschreibung könnt ihr euch das anschauen. Ich habe auch schon gehört, denn ich habe einen Beitrag schon dazu gemacht und habe gesagt, pass auf, das wird am Samstag sein, die Lichtshow. Und da sagte schon der André übrigens, Grüße gehen raus an den André, schon einer, der sehr, sehr lange zuschaut und mit dem ich mich auch schon oft hier in Troisdorf am Supercharger getroffen habe. Der wird ebenfalls vorbeikommen. Nur kurz für die, die vorbeikommen wollen, es ist 2G-Regel, das habe ich mit dem Roland Schüren habe ich das besprochen gehabt. Der war nämlich da gewesen und der sagte, pass auf, wir kommen da gerade von der Sitzung. 2G wird sein, das heißt 2G-Regel und ihr müsst Maske tragen. Ne? Also das sollte ja kein Problem sein. Und das Ganze wird dann dort in Hilden hinten im Freien natürlich stattfinden. Und ja, das dazu. Ich glaube, Beginn ist 17 Uhr. Ich werde natürlich ein bisschen früher da sein. Ich werde auch hinfahren, werde das Ganze dann schon streamen. Das könnt ihr dann alles auf meinem Twitch-Kanal verfolgen. Ja, das dazu. Und Grüße gehen auch nochmal raus an den Nino vom Danzai-Blog. Dem habe ich auch ein nettes Interview mit dem Roland Schüren zusammen gemacht. Das war sehr, sehr interessant und auch im Livestream, die Leute fanden es auch super spannend. Von daher, danke nochmal, Grüße gehen raus. Ja, dann, was habe ich noch? Ich habe
Genau, die Y-Verbrauch-Anzeige, da können wir mal ganz kurz reingehen. Ich werde mal eben hier zusätzlich die zweite Kamera dafür einschalten, denn ich habe sie extra mitgenommen, damit wir das mal eben aufzeichnen. So, genau jetzt sagt die Speicherfehler, dass die Speicherkarte nicht okay sei. Und dann werden wir hier mal in den Trip-Bereich wechseln. Und im Trip-Bereich, ich habe das natürlich nie zurückgesetzt, sehen wir natürlich ganz unten 6.593 Kilometer. Das Ganze wurde mit 1.196 Kilowattstunden verfahren. Und insgesamt habe ich dafür 18,1 Kilowattstunden verbraucht. Hier wird es natürlich in 181 Wattstunden durchschnittlich den 100 Kilometern angezeigt. Ja, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, denke ich. Das kann natürlich dann jeder mal bei sich checken. Aber ich würde sagen, 18,1, da bin ich doch sehr gut dabei. Ja, so viel dazu. Ansonsten hatte ich mir noch notiert, was ist mir in den letzten 5 Monaten aufgefallen bei meinem Tesla Model Y. Ich hatte weder irgendwelches Knarksen oder so, dass jetzt irgendwas vom Interieur irgendwie anfängt zu klappern oder so. Also da ist nichts, Gott sei Dank. Bin jetzt aber auch keiner, der da explizit nachsucht. Deswegen muss ich ganz klar sagen, bin da jetzt auch etwas schmerzfreier. Aber das wisst ihr ja, ich gehe an Tesla heran als Softwareunternehmen und die um eine, sag ich mal, sehr gute Software ein Auto gebaut haben, mit 4 Rädern dran, was natürlich auch noch rollt. Deswegen, ich hatte das auch in den Kommentaren öfters gelesen, um da jetzt mal ganz kurz drauf einzugehen. Und zwar wurde immer wieder gesagt, dass die Software nicht so gut sei. Ich verstehe das. Ich habe auch den ein oder anderen Use Case, wie zum Beispiel, wenn ich in Bluetooth will, wenn ich ab und zu mir ein Video anhöre, dann habe ich das meistens nur auf Bluetooth in der dementsprechenden App, entweder YouTube oder sowas, dann lasse ich das halt im Hintergrund laufen. Das mache ich sehr oft. Oder auch andere Videos, die sich dazu eignen, einfach so angehört zu werden. Ja, da muss ich sagen, da gebe ich dem einen oder anderen recht, dass man da jetzt mehr Schritte zu gehen muss. Früher war es halt einfach, wenn du die, ich sag jetzt mal, Entertainment-App offen hattest, ob Spotify oder Radio oder etc., dann bist du halt einfach auf Bluetooth gegangen. Da war das Thema durch, ja. Jetzt musst du halt in die Bluetooth-App rein. Ist nicht so schön. Genauso wie man halt aufs Fahrzeug gehen muss, um zu sehen, habe ich jetzt hier Bluetooth oder habe ich irgendwelche Benachrichtigungen oder sonst irgendwas. Ja, da stimme ich den einen oder anderen zu, aber sonst generell finde ich die Software sehr, sehr angenehm. Das mit den Trips, ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin jetzt keiner, der immer wieder in die Trips schaut oder das unten da durchswipet. Ich finde es in dieser Übersicht auch ein bisschen übersichtlicher, also dass man jetzt alles auf einmal sieht. Ja, es gibt so ein paar Dinge, wie zum Beispiel mit der Dashcam. Da bin ich auf jeden Fall bei euch. Dashcam muss ich jetzt immer ins Auto wechseln, ja, und muss dann gucken, läuft der Wächtermodus, läuft die Aufnahme, okay. Und das, ja, war früher halt besser mit einem Blick oben rechts zu sehen, gebe ich euch absolut recht. Das ist ein bisschen schwieriger, zumal man halt sagen kann, okay, du kannst es noch im Nachhinein über die App checken, ob es an ist oder nicht. Aber ja, jeder ist da anders und das muss man auch akzeptieren und auch Tesla muss das akzeptieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass sie uns das intuitiv selber anpassen lassen, was wir für richtig halten oder für falsch. Tesla. Wäre ja mal eine Idee, oder? Ansonsten, 5 Monate Model Y, ich würde definitiv wieder einkaufen. Lasst euch überraschen, das ist auch schon soweit in Planung. Derzeit steht es ja noch ganz gut. Derzeit sieht es noch so aus, dass man sogar im Februar direkt beliefert werden würde. Anders sieht es halt aus bei den Lieferzeiten beim Model 3. Da ist man sehr weit nach hinten mittlerweile gegangen. Wenn ich das mal gerade hier, ich mache jetzt mal extra die Tesla-Webseite auf, konfiguriere mir mal gerade einen Model 3 und ich glaube, da sieht das gar nicht so gut aus momentan. Konfiguration, wir schauen mal nach Standard Range. Standard Range wäre derzeit Mai 22, obwohl das auch noch geht. Das Long Range wäre auch Mai 22
und Performance wäre ebenfalls Mai 22. Also da hat sich irgendwas getan, weil das wurde ja eigentlich bis, lasst mich kurz rechnen, Juni, August wurde das ja sogar schon vorgeschoben. Also das, was ich gesehen hatte. Aber derzeit aktuell, wir haben jetzt heute den 13., den Donnerstag und hier steht jetzt aktuell Mai 22, Mai 22 und Mai 22. Also bei allen drei Model 3 Verfügbarkeiten. Jetzt müsste man nochmal die Felgen probieren, wobei das die Dingensfelge, ich nehme mal die Standardfelge. Oh ja, da liegt der Hund begraben, sagt man ja so schön. Wenn du die Standardfelge auf dem Standard Range wählst, bist du August 22 unterwegs. Jetzt wähle ich mal die Sportfelge, das sind die 19 Zoll, dann ist Mai 22. Also wenn du ein Standard Model 3 haben möchtest, was du im Mai gerne besitzen möchtest, musst du auf die 19 Zoll Sportfelgen wechseln. Ich glaube, das war jetzt beim Long Range ebenfalls so. Ja, Long Range hat ebenfalls. Ich gehe mal beim Long Range auf die 18 Zoll und dann sagt er Juni 22. Genau. Also Sportfelgen, dann seid ihr im Mai dabei. Ansonsten August beim Standard und Juni beim Long Range. Wie sieht es da beim Performance aus? Ich glaube, da spielt es gar keine Rolle, weil da gibt es ja nur die 21 Zoller. Ja, 20 Zoller, Entschuldigung. 21 sind es auf dem Model Y. Ja, so sieht es da derzeit aus. Ich gucke mal ganz kurz beim Y rein, damit wir das auch noch eben durchhaben. Februar. Ne? Also wenn ich jetzt auf Performance gehe, da steht Anfang 22. Ich wette, da wartet Tesla auf Giga Berlin, wenn es da endlich losgeht. Und da gibt es ja jetzt diese Vorabgenehmigung von 2000 Fahrzeuge, die sie derzeit produzieren dürfen. Das entspricht 500 die Woche. Und die dürfen aber nicht verkauft werden. Also das war so in dieser Klausel mit vereinbart, wie auch immer das da jetzt dann aussieht. Ich finde es nur schade, dass es da so lange dauert, dass sich das so hinzieht. Und na ja, gut, muss man leider mit leben, sag ich mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, Model Y, eine Sache, ich würde auf jeden Fall bei der nächsten Bestellung auf die 19 Zoll wechseln. Auch wenn ich im Forum, also jetzt explizit im Tesla Fahren und Freunde Forum gelesen habe, dass dort sehr viele Leute die 19 Zoll oder generell mit dem Fahrwerk vom Y ein Problem haben. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ich fahre jetzt, wie gesagt, seit 6500 Kilometern im Wagen und vielleicht liegt es auch an den 20 Zollern, die ich ja drauf habe. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich habe ja die 20 Zoll Induction drauf und derzeit auf Winterreifen. Und ich muss sagen, ja, zu den Winterreifen noch mal ganz kurz was. Also ich habe bei Nässe, also ich bin ja eh kein sportlicher Fahrer. Ich fahre den ja eher sehr, sehr, sehr angenehm. Also sehr ruhig, sehr passiv. Also ich bin ein sehr passiver Autofahrer. Und wenn man doch mal ein bisschen zügiger in eine Kurve geht oder so, also die Winterreifen bei Nässe machen die echt super, super, super Job. Ja, das sind die Pirelli Elect heißen die irgendwas. Das sind irgendwelche Winterreifen, Winterfelgen. Ja, moin. Auf jeden Fall, das passt sehr gut. Fällt mir sonst noch irgendwas ein? Das war's eigentlich. Will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ach ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ja, weil wir haben ja jetzt zwar schon den 13., aber man kann ja trotzdem mal hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Denn das ist ja auch das erste Video auf meinem YouTube-Kanal. Kannst vergessen, ne? Aber naja. So, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder so. Wie gesagt, ja, dann geht der blaue, wird weggehen. Und ich kann schon mal so viel spoilern, der nächste wird nicht blau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich mir dann für eine Farbe aussuchen werde. Das dazu und ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin zufrieden. Die Sitzheizung ist, ja, wenn du hier stehst, hast nicht wirklich die Klamotten für, ich sage jetzt mal, 4 Grad Außentemperatur an, dann ist das schon sehr angenehm, hier zu sitzen. Ne? So, in diesem Sinne würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen.
Ihr vergesst den Daumen und die Glocke nicht. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Na, auf Insta, da mache ich dann meistens so eine kurze Story, wenn ich irgendwo live bin oder sonst irgendwas. Weil der Livestream zum Beispiel am Samstag, der könnte mit Sicherheit den einen oder anderen von euch gefallen. Denn da geht es dann hauptsächlich um die Lichtshow in Hilden. Ja, und da würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen Mittag oder Abend. Oder wenn ihr jetzt zu Bett geht, eine angenehme Nacht. In diesem Sinne, euer Ronny ist raus. Und ich sage wie immer, cheers. Wenigstens ist jetzt die Kamera nicht abgefallen. Das wäre der Running Gag gewesen. Also ist echt, die Kamera ist so richtig einfach abgestürzt. Naja, vielleicht schneide ich es mit rein, wie sie abgestürzt ist. Super witzig. Ja, okay. Raus.